Guten Tag. Guten Tag. Ich kann auch meine Freude kaum beschreiben. Nein! Tschüss. Tschüss. War das Mrs. Wilson? Ich kann auch meine Freude kaum beschreiben. Ja, ganz normale Bilder. Oh, das finde ich voll. Achso, scheiße, geht's auch noch weiter. Ich dachte, das wäre nur so ein Rondell. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Hier oben ist kein Itzy Bitsy Spider, oder? Als ob, ich habe mir doch die untere Etage nicht gemerkt. Als ob ich mir das jetzt hier merken kann. Das ist bestimmt jetzt nur so ein Rundgang, damit ich mir alles merken sollte. Das sieht nicht so fein aus. Ein bisschen Hackfleisch verschüttet. Oder sowas ähnliches. Style Home. Ja. Gibt es hier oben vielleicht andere Puppen? Oh ja, das ist sehr einladend hier. Ja. Nee, warte mal. Kam ich her, oder? Kam ich her? Folge einfach mal dem Blut. Was endet hier? Es ist eine seltsame Statue neben dem Buch. Statue? Buch? Okay. Statue? Bringen wir von hier oben? Ist das hier so schön dunkel? Oh, ja, fein. Ist doch das Asset von PT, oder? Sowas in der Art. Das ist der dunkel. Ne, warte mal, da hinten kam ich dann nicht her, weil ich kam doch hierher. Ja, okay. Okay, okay, okay. Also mein Springen macht überhaupt keinen Sinn. Guck mal, das ist dein Springen. Okay, dann. Buch. So manch einer könnte es gebrauchen. Okay, dann geht's hier wohl weiter. Tschüss. Tschüss. Warum? Die haben mich eingeschlossen. Ein Keller, natürlich. Ist ja noch nicht furchtbar. Ich habe nicht aufgepasst, hat es irgendwo noch mal gespeichert. Ein Keller. Na klar. Aber ich meine, okay. Ich beschwöre es jetzt mal. Ich muss derzeit nicht wegrennen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich es gesagt.
Ich hätte auch gern so einen geräumigen Keller. Ich meine, ohne die Wasserschäden hier, aber immer wenn es ruckelt, kommt eins von diesen Viechern, ne? Find ich nicht aufgepasst. Oh. Ja, gut, dass ich das Achievement gucke und nicht da, wo ich hingucken soll. Wieso ruckelt es? Wieso ruckelt es? Was ist hier los? Ist hier eine. Hä? Okay. Folge der Spur oder was? Entschuldigung. Geht's Ihnen gut? Ich würde gerne auf ihr Bett springen, aber ich kann nicht. Ich bin sprungbehindert. The voice echoes in my ears. Your puppets are disgusting. Nobody likes them. Oh God, this voice is driving me crazy. Ich glaube, es befindet sich keine einzige Puppe in diesem Haushalt. Nur diverse Katzenstofftiere. Meine erste eigene kleine Puppe aus der Kindheit, die dürfte sich bei meiner Mama befinden. Und ich bin gerade auch ein bisschen froh darum. Über. Ist das jetzt ein Keller oder ein Krankenhaus? Aber was? Was könnte ich Kriminelle benutzen, niemand besuchen? Was? Ja, Kriminelle oder Pizzafahrer oder was? Da ist der Exit, ich sehe ihn doch. Komm, du kannst doch hier drüber klettern. Oh, ein Pfeil. Wie hilfreich. Vielen Dank. Hide and Seek? Ich möchte das nicht. Wie schön, dass sie aufgeht. Every night in my dreams I see puppets. Their eyes stare blankly, their lips move, but they make no sound. They haunt me when I'm awake, I can feel them. Blöde Frage, war der Text vorhin auch schon Englisch? Ich dachte, er wäre Deutsch gewesen. Nochmal. Every night in my dreams I see puppets. Mit der Nacht in meinen Träumen sehe ich Puppen, but they make no sound. They haunt me when I'm awake, I can feel them. Ja, sie sieht in ihren Träumen die Puppen und sie fühlt sich von ihnen verfolgt. Ja, würde ich auch bei diesen Püppchen hier. Ich möchte nicht Hide and Seek spielen. Okay, es war die Tür, die das Klopfgeräusch gemacht hat. Ich bin, Gott sei Dank, immer noch ein bisschen genervt von der anderen Folge eben. Wenn ich genervt bin, bin ich mutiger. Wenn ich richtig angepisst bin, dann bin ich am mutigsten. Warum blendet das hier so aus? Ich kappe Diem, kappe Akro. Das wäre irgendwas. Aber es wird wieder Zeit, ne? Ich möchte das auch nicht, aber es wird wieder Zeit, dass wir eigentlich jetzt mal erschrocken werden müssen. Angst, Hasi, gibt mir Kraft.
Eigentlich kann Angsthasi auch Dinge, aber irgendwie möchte er es nicht tun. Oh. Guten Tag. Ist das wieder Deutsch? Damn, this woman's out of her mind. We've been digging in the dirt all day. She's obsessed with the book. Whatever. As long as they give me my money, I hope I can go back to my family without any trouble. Was ist das für ein Buch? Ich weiß, ich hab's gesagt. Laufe ich noch richtig? Ist da was in der Ecke? Igitt. Was ist... Oh Gott, bist du eine Puppe? Bitte nicht. Was? Bitte nicht. Du bist nur eine Statue, oder? Aber du kannst bestimmt auch dann nicht schnell laufen. Ist jemand aufs Klo? The mansion is no longer filled with children's voices. There is only the howling of the wind and the creaking of the boards. The ugly faces of my puppets stare into the empty rooms. Ja, das klingt ja ganz fein. Klingt nach einer perfekten Rente. Nicht. Sie ist dahin gegangen, oder? Ich kann mich so von alleine nicht verstecken. Okay. Jetzt müsste sie Bu machen. Okay. Jetzt wird gespeichert. Das ist eine blöde Stelle jetzt hier. Fuck. Ist das dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich sehe hier null. Tür? Guten Tag. That's it. This fucking woman makes us do terrible things. I heard her reading the fucking book, talking about killing people and doing things with her insides. She's fucking crazy. Fuck! I want to get her on camera so I can prove what she's doing. Damn it, no one will believe me. It's my only chance. Scheint nicht so gut für dich gelaufen zu sein. Shit. Ich bekomme jetzt eine Kamera. Ich soll jetzt mit einer Kamera das filmen. JC. Digital AI Fokus. Okay.
Jetzt sind wir bei Outlast. Drückt halten. Wieso gedrückt halten? Z, was? Ja, natürlich möchte ich zoomen. Ja. Habe ich irgendwie eine begrenzte Batterieanzahl? Kann ich das irgendwo sehen? Hm. Ja. Ja. Packst du genau dahin, obwohl du... Ja, okay. Wo? Ist das der Exit? Gott. I'm finally getting out of this fucking place. Das glaubst du doch selber nicht. I have to turn on the power first. Finde den Elektroraum und schalte die Stromversorgung ein. Den Elektroraum. Wo ist denn der Elektroraum? War ich hier schon? Entschuldigung. Bewegt sich nicht, okay. Das da oben darf nicht ausfaden, sonst vergesse ich doch gleich meine Aufgabe. Finde den Elektroraum und schalte die Stromversorgung ein. Und irgendwo läuft doch noch... Hä? Mrs. Wilson rum. Okay. Hallo? Kein Elektroraum, oder? Warum wird das unscharf? Ferrosulp. Carbonat-Tabletten. Aha, aha, aha. Das nimmt einen ganz düsteren Turn hier. Vorher war ich Pizzalieferant und musste vor Puppen flüchten und jetzt bin ich auf einmal in einer ganz komischen Version von Outlast. Ich kann nur hoffen, dass diese Kamera keine Batterie hat. Muss ich zurücklatschen? Da ist der Exit. Gab es irgendwo einen Stromkasten? Den hätte ich doch schon gesehen, oder? He's already here. Voices in my head. They drive me crazy. Ja, aber wer ist er? Er ist schon hier. Stimme in meinem Kopf. Sie machen mich verrückt. Sie beobachten mich. Die Stimme in meinem Kopf. Nein. Muss ich hier zurück? Oh, hier war ich noch nicht drin anscheinend. Tag. Also, kann er noch nicht lange tot sein, wenn sie denn tot sind? Der gehört aber nicht dazu, oder? Nein, der gehört nicht dazu. Ich achte auf Details. Naja, hier bei dir war ich schon. Hä? Wie ich denn jetzt wieder hier hingekommen? Finde den Elektroraum. Ich war doch hier überall in diesen Räumen. Kann man einmal zu mir?
Das Ding ist, wenn ich jetzt zu blöd bin, dann dauert das ewig, bis er wieder speichert. Das hier ist da Mrs. Wilson hingelaufen? Nee. War das nicht irgendwo hier? Kann ich hören, wo der Elektroraum ist? Ich war hier schon. Hier gab es doch Geräusche, das habe ich mir doch nicht eingebildet. Was war das? Was? Okay, ich bin froh, dass man das nicht aufmachen kann. Na, steht hier nichts drauf? Na gut. Ich habe da unten auf einmal einen Slot mit... Hier war da. Mit vier Plätzen. Okay. Ich denke immer noch Bücher und Statue. Er hat nicht gespeichert, ne? Waren das meine Schritte? Wir sind hier auf einmal verdächtig viele Spinde, die ich aber nicht aufmachen kann. Okay. Wie bin ich hier hingekommen? Wo ist das? Ach, guck mal, das sieht doch nicht schlecht aus. Hier ist auch ein Spind. Something is bound to go wrong. Fucking fuses. Es hat gespeichert. Was hat er gesagt? Bleib wachsam, Alessia ist hier. Du kannst dich in Schränken oder unter Betten verstecken. Nein! Ich hab's doch geahnt. Hallo, Mrs. Wilson. Schief gegen verdammte Sicherung. Ich renne jetzt einmal. Ist das ein beschissener Speicherpunkt gewesen jetzt? Something is bound to go wrong. Ja. Warte mal, hier. Das ist jetzt die Frage, wie lange? Ich finde drei Sicherungen, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Willst du mich verarschen? Drei Sicherungen in diesem Riesending hier. Ja, ihr Lieben, ich glaube, die Sicherung werde ich in der nächsten Folge suchen. Ich glaube nicht, dass ich das... Ja, darunter kann ich... Dass ich das so schnell hinkriege und ich glaube eher, dass mich Mrs. Wilson... Alessia... hier kommt. Aber... Aber, verstehe ich das jetzt richtig, dass Mrs. Wilson ist Alessia und die ist die Frau, die hier so besessen ist von diesen Ausgrabungen? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie hier nichts, ne? Ja, und die war von diesem Buch besessen und hat damit eventuell diese Puppen ins Leben gerufen. Kann ich anhand meines Videos und dem Ruckeln sehen, wann sie weg ist?
Ich glaube, ja. Das wäre schon mal von Vorteil. Ja. Krabbel ich? Kann ich krabbeln? Ich kann tatsächlich krabbeln. Hier war ich vorhin. Ja, auf jeden Fall sehe ich das richtig. Könnte das sein? So mit meiner Vermutung. Und wenn jemand eine Ahnung hat, wo die Sicherungen sind. Ihr wisst, ich bin Cheater. Ich nehme Hinweise auch gerne an. Und ja, ich renne jetzt gerade einfach mal, bis ich erwischt werde und vielleicht auf dem Weg an der Sicherung sehe. Wie sehen die denn aus? Könntet ihr vielleicht leuchten? Ich höre sie irgendwo langlaufen. Hi. Ich habe einen Faden verloren. Ja, also falls ihr wisst, wo die Sicherungen sind. Eine Sicherung. Bitte speichern. Bitte speichern. Speichern? Ja. Bitte nicht. Bitte lass das jetzt nicht ein verkorksten Speicherpunkt sein. Bitte nicht. Okay. Ist es nicht. So. Jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.